Ja, herzlich willkommen, liebe Gäste. Glück auf aus dem Erzland mit dem traditionellen erzgebirgischen Kaffeekabel. Ich hoffe, Sie haben auch alle was zu trinken dabei für die nächste Stunde. Wir freuen uns, dass wir 54 Anmeldungen dieses Mal haben. Und das zeigt doch, dass das Smart-Erz-Thema Smart Composites im Erzgebirge so richtig Fahrt aufnimmt. Das ist die zweite Veranstaltung Smart Connect, die wir in diesem Jahr durchführen. Es werden weitere Veranstaltungen noch folgen. Und heute großes Thema ist natürlich das grüne Licht vom BMBF für die zweite Runde im Smart Erz. Im Bescheid steht, das Bündnis ist wirtschaftsgetrieben und stark regional verwurzelt, was eine hohe Anwendungsorientierung und spätere Verwertbarkeit der Ergebnisse sowie konkrete Effekte in der Region erwarten lässt. Dieses Statement hat das gesamte Bündnis natürlich, auf alle Fälle die BFE als Bündniskoordinator, Jan Kammerl und Aaron Schneider und natürlich den Beirat sehr gefreut und zeigt, dass die letzten zwei Jahre doch sehr intensive Arbeit sich auf alle Fälle gelohnt haben. Die Vorbereitung für die zweite Phase in der Bündnisarbeit hat schon vor einem Dreivierteljahr begonnen. Und dazu wird uns heute die Beiratsvorsitzende Jana Dost, Geschäftsführerin der IHK Regionalkammer im Erzgebirge, vielleicht mal ein kurzes Zeichen, Frau Dost, in Hand nehmen. Da ist sie. Nochmal explizit berichten, wie das gelaufen ist im Beirat. Und wir werden dann natürlich auch weiter auf die einzelnen Projekte eingehen, die jetzt in den Startlöchern stehen. Wie es generell in der Bündnisarbeit weitergeht und wie sich alle Partner und Unternehmen einbringen können, hat die Strategiegruppe mal in 4 Punkte für Sie gefasst. Auch dazu werden wir kurz Anregungen geben und Ihnen erläutern, was dort an Möglichkeiten sich für Sie bietet. Aus dem Beirat möchten wir noch ganz herzlich begrüßen den Jörg Hertel. Da gibt er ein Zeichen. Und den Ivo Harzdorf. Harzdorf, das war immer so. Hallo, ich bin da. Ja, ist da. Aus dem P3L-Team ist die Projektleiterin für Smart Erz mit dabei, die Nicole Beetz. Nicole, gibst du auch mal ein Handzeichen? Genau. Und mein Name ist Ina Meinelt. Ich bin die Geschäftsführerin der P3 Marketing GmbH in Chemnitz. Wir dürfen im Strategieforum mitarbeiten und sind mitverantwortlich für Kommunikation und Marketing. Ich würde Sie jetzt herzlich bitten, in Ton und Kamera sich auszuschalten und würde dem Jan Kammerl das Wort übergeben. Ja, hat funktioniert. Danke. Um uns die Neuerungen, den Zeitplan und die Projekte der zweiten Förderphase näher zu bringen. Wir würden Sie bitten, falls Sie schon Fragen haben, schreiben Sie die uns bitte in den Chat hinein. Wir schalten Sie dann wieder zu im Bild, beziehungsweise können Sie das dann auch selber und die Fragen hier auch live stellen. Aber wenn wir die schon mal vorher dokumentiert haben, ist es einfacher, die Reihenfolge durchzugehen. Ja, Jan, bitteschön. Dann will ich mal den Bildschirm teilen. So, und ich hoffe, dass alle das sehen, was sie sehen sollen. Und gebe nochmal ein herzliches Glück auf in die Runde vom Smart Erz Bündnis. Heute nochmal online hier aus Annaberg. Wie in den einleitenden Worten von Ina schon vorgestellt, möchten wir Ihnen heute einen kleinen Abriss geben der jüngeren Entwicklung und vor allem auch einen Ausblick, was denn in nächster Zeit bei Smart Erz zu erwarten ist. Um das Ganze nochmal historisch einzuordnen, ja, es ist immer, wie soll ich mal sagen, ein langer Prozess zu solchen strategischen Projekten, der da dazugehört. Aber es ist auch selbst für uns nochmal schön, das zu sehen, aus welcher Wurzel Smart Erz schlussendlich entstanden ist. Und da müssen wir bis
ins Jahr 16, als die ersten Ideen reiften, beziehungsweise bis ins Jahr 17 zurückschauen, als mit einem Innovationsforum unter dem Titel Smart Composites unter Führung der Intex GmbH und der Kollegen vom Sachsen Textil e.V. so die ersten inhaltlichen Grundlagen gelegt wurden, um dann im Förderaufruf 2017, im ersten Förderaufruf des WIR-Programms mit einer Projektskizze Smart Composites Erzgebirge beim BMBF vorstellig zu werden. Gestartet sind wir mal mit 58 Bündnispartnern im Herbst 2017, hatten dann eine intensive Konzeptphase übers Jahr 2018, konnten dort das Bündnis schon deutlich erweitern, zum Herbst hin, zur Einreichung hin auf 126 Partner und haben Stand heute über die erste Umsetzungsphase hinweg genau 200 Bündnispartner, mit denen wir mittlerweile in die Umsetzungsphase Teil 2 starten. Wir wachsen stetig, hatte ich gerade anhand der Zahlen verdeutlicht. Wir wachsen aber auch in der regionalen Verortung, in den Partnern mit ihren verschiedenen Expertisen, die auf das Thema einzahlen und können heute mit schon etwas Stolz verkünden, dass wir mittlerweile 155 Unternehmen aus der regionalen Wirtschaft für das Bündnis, für die Themen, die im Bündnis bearbeitet werden sollen, begeistern konnten und haben natürlich verschiedene Wissenschafts-, Forschungspartner, Institutionen und Netzwerke, die auf das Thema mit einzahlen. Und ich glaube, das war auch ein Aspekt, der im Rahmen der Zwischenevaluierung beim BMBF schon einen gewissen Eindruck hinterlassen hat, dass das hier nicht einfach ein bisschen Sandkasten ist, sondern dass das richtig Substanz hat, was hier vonstatten geht. Wenn man sich auf die einzelnen Projekte und die dahinterliegende Roadmap mal einen Blick verschafft. Angefangen hat natürlich 2019 im Sommer alles mal mit den sogenannten Startvorhaben, wie sie im ursprünglichen Konzept 2018 benannt wurden, definiert wurden. Das war die Strategie, das Strategieprojekt, das Innovationsmanagementprojekt und das Startprojekt 3 zum Thema Fachkräftesicherung. Die drei Projekte waren die Initialzündung. Inzwischen wurde im Übrigen das Innovationsmanagement-Projekt unter Zustimmung des Beirates weiter verlängert bis Mitte 2024, sodass wir als WFE dort auch eine hervorragende Basis haben, die Bündnisarbeit an sich entsprechend zu betreuen. Wie ging es weiter? Insbesondere dann bei den Technologie- und Applikationsprojekten. Wir sehen insbesondere als kleine Auswahl Projekt T1, T5, A3. Das waren die ersten, die sozusagen inhaltlich als F&E-Projekte ins Laufen gekommen sind. Leider hat alles etwas mehr Zeit in Anspruch genommen, auch den Corona-Rahmenbedingungen geschuldet, sodass auch weitere Projekte gegen Ende 20 dann zum Laufen kamen, sodass wir zumindest in der Umsetzungsphase 1 alle Mittel, die uns das BMBF für diese Phase zur Verfügung gestellt hat, bis zur Zwischenevaluierung in entsprechende Projekte binden konnten. Das war durchaus sportlich, aber ist geglückt. Und hier jetzt rosa unterlegt, aber da komme ich dann später auch nochmal in einer anderen Folie drauf, auf das Thema zu sprechen. Hier rosa unterlegt sind die Felder in unserer Smart Earth Strategie, die bis dato noch nicht mit Umsetzungsprojekten unterlegt waren und die natürlich einen gewissen Fokus in der letzten Ausschreibungsrunde, in dem letzten Aufruf gebildet haben. Und wie das Ganze untersetzt werden konnte, das folgt dann später. Wichtig ist zu wissen, dass wir auch jetzt wieder in einem nicht zu unterschätzenden, sage jetzt mal zeitlichen Umsetzungsdruck stehen. Alle Projekte, die aus dem Smart Earth-Topf finanziert werden, müssen bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Das wird uns recht knallhart vom Projektträger kommuniziert. Und wenn wir bei der Mehrzahl der Projekte wissen, dass es sich dort im Regelfall um 36 Monate Laufzeit handelt, dann ist
das durchaus sportlich, dass zum jetzigen Zeitpunkt eine qualifizierte Vollantragstellung erfolgt, die Bearbeitungszeit bei PDJ noch mit eingerechnet. Das muss alles passen und da werden wir auch sehr darauf achten, dass uns die Dinge dort zeitlich nicht entgleiten, um einfach die Mittel auch wirklich vollumfänglich ausschöpfen zu können. Was waren die Themen in der Umsetzungsphase 1? Da würde ich jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe gehen wollen, denn das ist, glaube ich, den meisten bekannt, welche Projekte bis dato angelaufen sind. Wir haben das Ganze versucht, hier in der Präsentation auch nochmal durch ein paar kleine Grafiken zu visualisieren, welche Themen denn hier angepackt werden sollen. In grün finden Sie im Übrigen immer den Verbundkoordinator. Sie sehen auf jeden Fall, dass zu den einzelnen Projekten eine unserer zentralen Zielstellungen wunderbar untersetzt werden konnte. Und das war die deutliche Einbindung erzgebirgischen Mittelstandes in die Smart Erz Projektthemen, auch dem ein Stück weit geschuldet, wie wir gewisse Finanzierungsregelungen im Smart Erz Bündnis konstruiert haben. Natürlich unter Zustimmung des Beirates, um eine maximale Wirksamkeit im erzgebirgischen Mittelstand zu den verschiedenen Themen darzustellen. Die meisten dieser Umsetzungsvorhaben aus Phase 1 sind mittlerweile in einem recht guten Fluss, kann man wirklich so sagen. Und das erfreut uns ganz besonders, es gibt auch äußerst angenehme Nebeneffekte, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Und da möchte ich Ihren Blick mal auf das Projekt H2 Smart Bipolar unten rechts konzentriert wissen. Wir haben es etwas angedeutet. Wer in der letzten Runde Smart Connect mit dem H2 Cluster dabei war, der hat es dort auch schon erfahren dürfen. Aus dem Smart Erz Projekt ist ein weiteres, viel, viel größeres Projekt in der nahezu identischen Partnerkonstellation im siebten Energieforschungsprogramm durch das H2-Konsortium entwickelt und erfolgreich zur Antragstellung gebracht worden. Also möchte damit zum Ausdruck bringen, dass die Arbeit im Smart Erz auch einen gewissen Hebeleffekt, einen Skalierungseffekt hat zu Innovationsthemen, die über unsere Partner weitergetragen werden können, auch in andere Projektdimensionen und Projektvolumina, unter Beteiligung der einheimischen Firmen, und das erfüllt uns natürlich mit viel Freude und Stolz. Zum Zwischenfazit aus Umsetzungsphase 1. Wir hatten ein festgelegtes Gesamtbudget von 7,6 Millionen Euro inklusive der Konzeptphase, inklusive der Startvorhaben, konnten ungefähr 6,6 Millionen Euro dann in Umsetzungsprojekte der Phase 1 fließen. Und ich hatte es schon eben angedeutet, das Gute ist einfach aus meiner Sicht, und das haben uns auch viele Partner an der Stelle bejaht, ist die Fördermittelverteilung bei den Smart Erz Verbundprojekten im Regelfall 60% der Zuwendung an Unternehmen und 40% an Forschungseinrichtungen. Das gibt einfach schlüssige, stimmige Konsortien, die wirklich in der Region ihre Wirkung entfalten. In der Phase 1 waren 6 verschiedene Forschungseinrichtungen in den verschiedenen Umsetzungsprojekten gebunden und 25 regionale Unternehmen. Ich glaube, das ist schon eine echt vorzeigbare Größenordnung. Im Übrigen ist es uns auch gelungen, in verschiedenen Projekten auch Kleinstunternehmen mit zu integrieren, meist in einer Konstellation, dass es Unteraufträge von den Forschungspartnern gab. Und so sind auch Betriebe in das Thema Innovation, Innovationsentwicklung mit integriert worden, die alleine als Projektpartner sicher auch ein Stück weit überfordert gewesen wären. Und das war ein recht gangbarer Weg. Was ist in den letzten Wochen und Monaten passiert, wo vielleicht auch manche Dinge ein Stück weit still und leise vonstatten gegangen sind? Aber wie haben wir Umsetzungsphase 2 vorbereitet? Um die Zeitschiene auch noch mal ein Stück weit nachvollziehen zu können, haben wir Ihnen das mal hier auf einer Folie verdeutlicht. Und das ging eben im Sommer 2021 los.
mit diesen groben Projektideen, die wir damals abgefragt hatten, mit einer ersten Priorisierung durch den Beirat, der dann zur Einreichung von umfänglichen Skizzen gebeten hat, bis zum Jahresende diese eingereichten Skizzen, 13 an der Zahl, wurden am 8. Februar dem Beirat präsentiert. Zwischendurch hat hinter den Kulissen auf Basis unseres fortgeschriebenen Konzeptes auch ein Verteidigungstermin vor der Wir-Jury stattgefunden. Und am 2.3. nachmittags haben wir dann die frohe Kunde erhalten vom BMBF, dass wir entsprechende Mittel für eine Förderphase 2 im Smart Arts-Bündnis erhalten werden. Aufbauend auf die Präsentation der Skizzen vom Beirat und den dort sozusagen vom BMBF kundgetanen Budget musste eine entsprechende Wichtung und Wertung der vorgestellten Skizzen nochmals vorgenommen werden, was dann zum 22.3. durch den Beirat erfolgte. Und zwischenzeitlich wurden ja alle entsprechend informiert über den Ausgang, über die Förderempfehlung des Beirates, sodass seit 1.4. die insbesondere mit einer entsprechenden Laufzeit oder Umsetzungszeitraum konstruierten Projekte zur Vollantragstellung aufgefordert sind. Auf die Zeitachse, auf die Deadline Dezember 25 hatte ich vorhin schon hingewiesen. Also man sieht, es ist in den letzten Monaten viel passiert und das war auch durchaus eine abstimmungsreiche Zeit. Und an der Stelle möchte ich einfach mal auch das Wort gerne kurz an die Jana Dost übergeben, die als Beiratssprecherin noch eine ganz wesentliche Aktie an dieser Zeitachse hat, gemeinsam mit ihren Kollegen vom Smart Arts Beirat, und würde Sie bitten, dass Sie vielleicht auch mal ein Stück weit was zur Besetzung des Beirates, zur Arbeitsweise, zu den Kompetenzen, die der Beirat einbringt, dass er da vielleicht mal ein, zwei Worte hier für die Runde einbringt. Bitte, Jana. Ja, danke, Jan. Und auch von mir nochmal herzlich willkommen zur schönen großen Runde heute. Die große Teilnehmerzahl sagt oder signalisiert das Interesse am Thema, am Wir-Bündnis. Und ein kleines Blitzlicht, ich bin im Spotlight, deswegen darf ich auch ein Blitzlicht bringen aus der Arbeit des Beirates, mache ich natürlich gerne. Zum einen ganz interessant vielleicht für die Runde, die Zusammensetzung des Beirates. Die Zusammensetzung des Beirates ist im allerbesten Sinne bunt. Im besten Sinne, wie gesagt, Herr Hertel ist heute hier, der ist Spezialist zum Thema Produktionsplanung und Geschäftsmodellentwicklung und natürlich auch kritischer Hinterfrager der vorgestellten Projekte in diesem Zusammenhang. Dann haben wir Herrn Harzdorf heute auch mit vertreten, seines Zeichens natürlich der Finanzexperte in der Runde und der mit dem immer wieder eingebrachten gesunden Menschenverstand und den Herr Harzdorf, Sie nehmen es mir nicht übel, wir beide sind die mit den Kindergartenfragen manchmal. Ansonsten ist, wie gesagt, für mich, kann ich ganz persönlich berichten, die Beiratsberatungen, Abstimmungen immer ein ganz erhellendes Moment. Wir haben zudem den Herrn Beck dabei, der zum Thema Strategieentwicklung mit, ich weiß nicht, gefühlten 100 Jahren Erfahrung unterwegs ist im Automotive-Sektor, aber auch in anderen Bereichen. Und den Herrn Schulze von unserer Arbeitsagentur in Annaberg und zudem noch zwei Professoren, Doktoren, die im Bereich, also die technologische Sicht der Projekte sozusagen ein Stück weit bewerten. Das ist der Professor Seidlitz, der in Richtung Leichtbau geht, und der Dr. Wegener, der Aktorik, Sensorik als sein Spezialfeld sozusagen hat. Also Sie sehen schon die Zusammensetzung. Ja, ach so, mich habe ich vergessen, Entschuldigung. Ich darf das Thema regionale Wirtschaft ein bisschen mit einbringen und auch Chancen für die Region und vielleicht auch ein Stück weit sind wir in dem Wir-Geist
Geist unterwegs. Das heißt, VIO heißt ja Wandel durch Innovation in der Region. Wir haben im Erzgebirge bekanntermaßen das Thema Strukturwandel in ganz vielen Bereichen vor der Nase und vor der Brust. Jetzt kommen noch weitere dazu, die wir heute nicht vertiefend betrachten wollen. Aber insofern gucken wir immer drauf, gibt es eine Chance für die Region, aus den Projekten was mitzunehmen? Lässt sich was skalieren? Lässt sich für die gesamte Region hier was rausholen? Und insofern sind wir auch sehr froh. Danke ans Management, danke Jan, Aaron, auch für den Gedanken, der, glaube ich, unserem Wir-Projekt oder unserem Wir-Bündnis ein bisschen eigen ist. Die Fördermittelverteilung, also diese genaue Wirtschaft, kleine regionale Wirtschaftsorientierung, die macht, glaube ich, eine große Stärke aus und verursacht, ermöglicht eine große Vielfalt, auch eine Beteiligung, Jan hat es gerade erwähnt, kleiner und kleinster Unternehmen durch eben Konstruktionen, wie sie jetzt schon genannt worden sind. Ganz kurz, die Beiratsabstimmungen sind, wie gesagt, für mich immer ein absolutes Erlebnis. Zum einen die Projekte zu erfahren, was hat sich denn das Bündnis oder was hat sich denn der Verbund dabei gedacht, was ist gedacht, was können wir hier anwenden, wie sind die Forschungsfelder vorgestellt und wie können die in einem regionalen Unternehmen, auch in einem kleinen Unternehmen, tatsächlich umgesetzt und zur Anwendung gebracht werden. Ist völlig faszinierend für eben auch diese höchsttechnologischen Projekte zu sehen. Vielleicht nicht im Detail zu verstehen, aber das ist auch nicht meine Aufgabe im Beirat. Insofern ist es wirklich eine faszinierende Arbeit, wie sich auch die einzelnen Gesichtspunkte der Beteiligten, die ich Ihnen gerade dargestellt habe, dann zu einem Urteil finden, weil am Anfang geht jeder mit seiner eigenen kleinen Meinung rein und findet sich durch Diskussion zu einem Mosaik, zu einem schönen bunten Mosaik und zu einer Bewertung der Projektskizzen und schließlich auch zu einer Entscheidung, Jan hat es gerade vorgestellt und einige Projekte auch dargestellt, die eben auch erfolgreich jetzt in die Umsetzung gehen. Also danke nochmal ans Management-Team für die Vorbereitung, Umsetzung auch der und die Vernetzung und den Überblick. Ne? Gerade für das H2-Bipolar-Thema, da braucht es natürlich auch ein Stück weit Überblick und Vernetzung wiederum in die anderen Netzwerke hinein und die Chancen zu erkennen, was eben so ein kleines Projekt in der Größe hat. Ja, soweit so schick. Und ja, danke auch an die Umsetzung von hybriden Veranstaltungsformaten. Wir wissen aus eigener Erfahrung, leidlicher Erfahrung, dass das durchaus sehr anspruchsvoll ist. Danke. Okay, danke Jana. Dann gehe ich mal in meinen Ausführungen weiter und würde die Runde jetzt eben gern mal einladen, einen ersten Blick in die vom Beirat priorisierten Umsetzungsprojekte für die Förderphase 2 mit hineinzuholen, einen Einblick zu geben, was sind denn die Themen, die jetzt in den nächsten Monaten und Jahren aus Smart Erz heraus weiterentwickelt werden können, in welchen Partnerkonstellationen ist das Ganze zu erwarten. Und da können wir sagen, soweit lehne ich mich jetzt mal stellvertretend auch für alle Mitstreiter, egal ob aus dem Management oder Beirat, aus dem Fenster, es ist eine fantastische Vielfalt an Entwicklungsthemen, die auch in dem letzten Aufruf und in der letzten Priorisierung zum Tragen gekommen sind. Es sind neue Partner auch über die Projektmitwirkung ins Bündnis mit integriert worden. Es gibt neue Verbundkoordinatoren, die bis dato eher eine zurückhaltende Rolle noch eingenommen hatten. Und das alles zusammen gibt, wie gesagt, eine wunderbare Vielfalt an neuen Projekten. Ich gehe mal auf die nächste Seite, ohne Sie jetzt sozusagen hier mit Aufzählungen zu langweilen. Wunderbare Projektvielfalt, die sich also ergeben hat. Es gibt auch noch 3 Projektskizzen, die zur Wiedervorlage angesprochen wurden. Mit denen befinden wir uns in Abstimmung.
dazu werden wir später an geeigneter Stelle und sicherlich auch nochmal positionieren. Ja. Alles in allem, und das ist das Interessante, hat SmartErz mittlerweile eben auch Branchen und Partner gefunden in Bereichen, die vielleicht ganz am Anfang so niemand auf dem Schirm hatte. Und gerade auf dieser Folie unten links, das Projekt Indeed ist ein sehr prägnantes Beispiel dafür, dass wir auch aus dem erzgebirgischen Holzkunsthandwerk ein Projektpartner zu einem Thema mit einbinden konnten, was ich eine durchaus bemerkenswerte und interessante Facette halte. Jan, ich habe zu Anfang etwas vergessen. Hybride Veranstaltung. Es braucht niemanden mitzuschreiben oder sich hier Screenshots zu machen. Wir stellen selbstverständlich die Präsentation wieder zur Verfügung und wir zeichnen, das hatten wir ja schon mitgeteilt, auch in der Einladung für YouTube auf, weil wir viele Anfragen bekommen haben, die einfach gesagt haben, wir schaffen es nicht dabei zu sein, und denen wollten wir auch die Chance geben, das dann im Prinzip nochmal sich anzuhören. Sorry für die Unterbrechung. Alles gut, sehr guter Hinweis, denn ich glaube, das ist auch einfach viel Input, was da jetzt in dem Moment kommt. An der Stelle nochmal der Verweis auf unsere Wir-Strategie, wie sie auch beim Fördermittelgeber eingereicht wurde, was unsere Handlungsmaxime, unsere Handlungsleitlinie im Bündnis ist. Und wenn man jetzt mal schaut, was konnte denn in dieser Strategie aus der Umsetzungsphase 1 heraus mit Projekten bereits besetzt werden, dann haben wir hier die entsprechenden Handlungsfelder mal abgehakt, was bereits durch Projekte aus Förderphase 1 besetzt werden konnte. Da gab es lediglich eine kleine Änderung beim Applikationsbereich A1. Dort hatten wir mal ursprünglich das Thema Luftfahrt mit in den Fokus genommen, haben uns dann aber aufgrund eines sehr interessanten Projektes dort für eine kleine Modifizierung hin zum Thema Logistik entschieden, was, glaube ich, auch ein guter Schritt war. Und mit den nunmehr priorisierten Projektskizzen des Beirates für die Umsetzungsphase 2 können wir sagen, haben wir mittlerweile alle Handlungsfelder, die wir ursprünglich in unserer Wir-Strategie im Herbst 2018 definiert hatten, besetzt, sodass wir erstmal vom Plan, vom strategischen Plan, was wir mit dem SmartErz-Bündnis und den daraus resultierenden Projekten und Themen erreichen wollten, all das bearbeitet haben, darüber sind es zu bearbeiten oder bearbeiten werden, was wir uns vorgestellt haben. Und das macht uns schon mal ziemlich glücklich. Kommen wir mal zur Inventur. So möchte ich mich an der Stelle ausdrücken. SmartErz Budget und der Blick auf Teil 2 bzw. aufs große Ganze des SmartErz Zeitraumes, des Förderzeitraumes insgesamt. Wir haben mit der BMBF-Förderentscheidung vom 2.3. ein nochmaliges Budget von 6 Millionen Euro für die Verausgabung in Phase 2 erhalten. Wir hatten für die Konzeptphase die maximale Förderung von 200.000 Euro in 2018 in Anspruch genommen und hatten für die Phase 1 ein Budget von 7,6 Millionen zugewiesen bekommen, sodass das SmartErz-Bündnis in der Gesamtlaufzeit von 2018 bis 2025 über ein Gesamtbudget von 13,8 Millionen Euro für Umsetzungsmaßnahmen verfügt. Zusätzlich wurden in Umsetzungsphase 1 außerhalb des SmartErz-Budgets vom BMBF Investmittel für ausgewählte Forschungspartner zur Verfügung gestellt in Höhe von 2,9 Millionen Euro, die in ihrer Verausgabung bis in Umsetzungsphase 2 reichen. Wir wissen nicht, wir hoffen natürlich, dass eventuell so ein extra Schluck aus dem BMBF-Topf nochmal kommt. Gibt es keine konkreten Andeutungen, aber eventuell ist da auch nochmal eine kleine Unterstützung, eine zusätzliche Unterstützung in nächster Zeit zu erwarten. Auf jeden Fall werden wir auch in Förderphase 2 die Fördermittelverteilungsstruktur, dass 60%
der Mittel in Unternehmen fließen müssen und 40 in Forschungseinrichtungen. Die werden wir in jedem Fall beibehalten. Ist jetzt schon mehrfach angeklungen, dass das aus unserer Sicht ein kluger Schritt war, diese Vorgabe zu geben. Stand heute sind in den priorisierten Projekten der Förderphase 2 4 verschiedene Forschungseinrichtungen und 17 Unternehmen integriert und auch bereits wieder Kleinstunternehmen über Unteraufträge, insbesondere bei den Forschungseinrichtungen, mit integriert. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht den Eindruck vermittelt, dass damit für jemanden, der mit einer Projektskizze oder Projektidee nicht zum Zuge gekommen ist, dass damit Smart Arts nicht mehr attraktiv und relevant ist. Den Eindruck wollen wir explizit nicht vermitteln, ganz im Gegenteil. Auch die Beiratssprecherin Jana Dost hat es vorhin anklingen lassen. Smart Arts versteht sich als weit mehr ein Bündnis zur Verteilung von Fördermitteln, sondern wir haben natürlich auch strategische Überlegungen, strategische Entwicklungsgedanken, die mit unserer Arbeit, die mit den Projekten verbunden sind und würden sehr gern auch für liegen gebliebene Projektideen, für Projektideen, die vielleicht noch gar nicht die Qualität haben, dass sie bis dato zu einer Skizzeneinreichung taugen, diese würden wir gern aufgreifen wollen und mit Ihnen gemeinsam, egal ob hinsichtlich Partnerfindung für gewisse Kompetenzen, die vielleicht noch nicht abgeschlossen ist, aber auch natürlich hinsichtlich der Recherche nach Finanzierungsalternativen, da würden wir sehr gern an weiteren Themen, an weiteren Ideen mit Ihnen gemeinsam arbeiten wollen und bitten Sie explizit, da auch auf uns zuzukommen. So ist unser Management-Selbstverständnis, dass wir auch außerhalb des bisher Gelaufenen weitere Innovationsprojekte anschieben. Ich hatte es schon anklingen lassen, dass das in ausgewählten Fällen schon recht erfolgreich war. Wir haben auch hinter den Kulissen Förderalternativen für Projektansätze, die teilweise nur bedingt mit Smart Arts zu tun hatten, mittlerweile erschließen können. Und da möchte ich explizit darauf verweisen, auf das Förderprogramm Technologietransfer Leichtbau des Bundes, wo bereits einige Akteure nicht nur hinorientiert werden konnten, sondern auch erfolgreiche Anträge gestellt haben. Wir erwarten für den Sommer, für den Spätsommer die Reaktivierung des ZIM-Programms und des sächsischen F&E-Projektförderprogramms über die SAB, sodass auch in der Hinsicht in naher Zukunft hoffentlich wieder entsprechende Finanzierungsalternativen zur Verfügung stehen für Ihre Themen, für Ihre Projekte. Und wie gesagt, sehr gern helfen wir dort bei der entsprechenden Konsortialbildung unter Einbindung erzgebirgischer Unternehmen. Und wir sind natürlich auch, das bin ich zum Beispiel in persona, gern an Ihrer Seite und geben Ihnen Hilfestellung, wenn Forschungsthemen, wenn Entwicklungsthemen vielleicht in Investitionen münden. Dann können wir seit kurzem auf eine nochmals deutlich attraktivere Investitionsförderung in dem Programm GRW Investitionszuschuss hier bei uns im Erzgebirge verweisen, wo erstaunlicherweise wieder die Förderquoten angehoben wurden. Dort sind noch nicht alle Detailregelungen bekannt, aber ich möchte an der Stelle, wie gesagt, explizit Werbung machen, dass der GRW-Investitionszuschuss neue, attraktivere Konditionen bekommen wird. Die Details werden wir in wenigen Wochen schwarz auf weiß haben. Wer da Interesse hat, wer dort ein Investvorhaben in der Pipeline hat, gerne an uns, an mich wenden. Ein paar Hintergrundinfos können wir auch jetzt schon kundtun. Wir leben Innovation und Strukturwandel. Und da sind wir jetzt schon ein Stück weit weg von Smart Arts und schauen über den Tellerrand des Bündnisses. Kam heute auch schon mehrfach zur Sprache, dass wir nicht nur in unserem kleinen Smart Arts-Kosmos leben und agieren, sondern auf eine Vielzahl an Partner zurückgreifen können. Wir haben selber als Wirtschaftsförderung Erzgebirge voriges Jahr 2 strategische Projektmitwirkungen angeschoben. Zum einen im Mittelstand-Digitalzentrum Chemnitz, aber auch im
Modellprogramm Weiterbildungsverbände des Bundesarbeitsministeriums sind wir seit Mitte vorigen Jahres vertreten und alles zusammen sind Themen, die auf die Smart-Erz-Philosophie mit einzahlen und den einen oder anderen Mehrwert aus der dortigen Projektarbeit anbieten können. Des Weiteren ist per Ende März 2022 in der BMBF-Förderinitiative Rubin ein Vorhaben mit Schwerpunkt Erzgebirge und dem Titel Holz Plus beim Projektträger eingereicht worden, wo wir uns auch große Hoffnung machen, großes Vertrauen in die, Konsortialakteure dieses Rubin-Bündnisses haben, dass das zum Fliegen kommt und dort wunderbare Synergien zum Smart Erz ergibt. Und in der BMBF-Förderinitiative T-Raum sind auch mehrere Anträge mit Beteiligung des Erzgebirges zur Antragstellung gekommen. Auch dort erwarten wir in wenigen Wochen eine Info, wer konkret zur Förderung ausgewählt wird. Alles in allem möchte ich an der Stelle sehr, sehr gern wieder auf den InnoWärts-Hub verweisen, die Innovationsplattform für die erzgebirgische Wirtschaftsregion zur Vernetzung von Unternehmen untereinander, von Unternehmen mit Forschungspartnern, zur Vermarktung innovativer Ideen, Geschäftsmodelle, Produkte. Bitte nutzen Sie das Portal InnoWärts-Hub, wo es nur geht. Wir sind sehr daran interessiert, über diesen Weg auch Innovationen aus der Region entsprechend zu vermarkten, zu kommunizieren, sichtbar zu machen. Gut, und dann sind wir fast am Ende. Thema Kommunikation. Ich hoffe, Sie haben alle mitbekommen, dass wir Smart Erz nicht nur im stillen Kämmerlein leben, sondern auch vielfältig darüber reden und deshalb neben dem Image- und Standard-Marketing-Kommunikationsthemen, die unter der Marke Erzgebirge gedacht gemacht laufen, und dem, was wir als WFE an klassischen Wirtschaftsförderungsthemen kommunizieren, genau in diese Lücke haben wir uns halt die Plattform innowärts.de erdacht als B2B, als Fachkommunikationsplattform zu Innovation aus der Region. Und auch vor dem Hintergrund bitte ich Sie, das wahrzunehmen, das zu nutzen und das in die weite Welt zu tragen, was hier alles in der Wirtschaftsregion Erzgebirge passiert. Ja, fast zum Schluss der Hinweis. Wir sind von den FutureSax-Kollegen eingeladen worden, angesprochen worden zur großen Innovationskonferenz am 23. Juni im Rahmen eines Gemeinschaftsstandes auftreten zu können, was wir natürlich sehr, sehr gern nutzen und wahrnehmen. Und wir haben auch die Möglichkeit, zwei, drei Mitaussteller dort mit auf die Veranstaltung zu nehmen. Wir können aus eigener Erfahrung sagen, es ist eine super hochkarätige Veranstaltung. Wir waren dort schon selbst als Gäste vor Ort in der Vergangenheit. Wer da Interesse hat, unter dem Label Smart Erz mit uns in Dresden aufzutreten, der möge uns gern ansprechen. Und dann sind wir auch schon am Schluss. Und da übergebe ich einfach mal das Wort an den Aaron Schneider, der insbesondere zu dem Save the Date noch ein, zwei Worte bringen kann. Danke. Ja, vielen Dank. Dann würde ich ganz gerne jetzt schon mal einladen für den 28. Juni diesen Jahres. Wir wollen also eine Bündnisversammlung endlich mal wieder live hier vor Ort in Annaberg-Buchholz durchführen. Hoffen natürlich, dass das möglich ist, aber es sieht ja mittlerweile recht gut aus. Und dort haben wir also relativ viel vor. Es soll also ein Reporting geben. Mittlerweile sind 8 F&E-Projekte, die laufen, die auch schon erste Zwischenergebnisse vorliegen haben. Und dort wird natürlich allen acht Projektteams die Möglichkeit gegeben, mal über den Projektstatus hinsichtlich dem Arbeitsstand, Kosten und Zeitplanung etc. zu berichten. Ist die Möglichkeit gegeben, ist schön formuliert. Es ist da ein kleines bisschen Zwang auch dahinter, weil natürlich wir als WFE, als Management von Smart Erz, auch dafür Sorge tragen müssen, dass die
Projekte, ich sag mal, eine gewisse Öffentlichkeit erreichen sollen und den anderen Bündnispartnern natürlich auch die Fortschritte präsentieren sollen. Hat auch, denke ich mal, jeder in seinem Zuwendungsbescheid mitstehen. Ja, geplant also wieder im größeren Rahmen von 15 bis 17 Uhr und die Einladungen werden in absehbarer Zeit rausgehen. Der Termin im Juni ist bewusst gewählt, weil am 30.04. für alle Projekte die Zwischenberichte fällig sind und dass das alles noch schön frisch im Gedächtnis ist und dort relativ zeitnah dann auch präsentiert werden kann, haben wir das also relativ zeitnah jetzt schon in den Juni gelegt. Gut, von meiner Seite soweit zum Save the Date, 28. Juni, gebe ich gerne zurück an unsere Moderatorin. Ich danke euch ganz herzlich, Aaron, Jan und Jana Drost. Und würde, bevor wir in die Fragerunde gehen, und ich bitte nochmal alle Teilnehmer, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die einfach in den Chat oder Sie können sich jetzt schon darauf vorbereiten, dass wir dann einschalten und Sie die live stellen können. Nochmal ganz kurz etwas zu dem sagen, was der Jan schon thematisiert hat. Wie können sich Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen, Institute einbringen, gesellschaftliche Einrichtungen unter Umständen, die jetzt nicht in einem Projekt direkt verortet sind? Dazu hat sich die Strategiegruppe einen 4-Punkte-Plan ausgedacht. Und den möchte ich einfach nochmal wirklich in den 4 Punkten ganz konkret bringen. Es gibt keine Folie dazu. An der Stelle darf jetzt der Stift gezückt werden. Der erste Punkt ist der Newsletter Smart Arts. Dort gibt es ein schwarzes Brett. Dieses schwarze Brett haben wir bewusst gewählt für alle Unternehmen, die Bündnispartner sind, für alle wissenschaftliche Einrichtungen, also insgesamt 200. Und dort kann thematisiert werden, ihre Neuigkeiten aus dem Unternehmen, ihre Projekte, ihre Ideen, ihre Messen, ihre Veranstaltungen, unter Umständen Investitionen, die sie tätigen, ganz einfach, um breiter in dem Bündnis bekannt zu machen, was gibt es, wo ist der Wandel auch in der Region in diesen Themen in dem einzelnen Unternehmen verankert. Das ist der eine Punkt, der erste Punkt. Natürlich auch Veranstaltungen, Messen. Der zweite Punkt. Wandel in der Region, Jana Dost hat es gesagt, das WIR-Projekt will über das eigentliche fachliche Thema Smart Composites hinaus arbeiten und den Wandel in der Region fördern. Der Jan hat es beschrieben. Wir werden mit dem nächsten Newsletter einen Inno-One-Pager, eine Seite, kommunizieren, wo jeder die Möglichkeit hat, eine Idee, ein Problem, vielleicht schon irgendwo eine Technologiefrage zu kommunizieren und an uns zu schicken. Und die Kollegen in der Wirtschaftsförderung im Erzgebirge werden gemeinsam versuchen, unter Umständen auch mit Kompetenz aus dem Beirat dafür geeignete Partner zu finden. Es kann auch ganz konkret die Frage sein, ich habe ein Thema, wer könnte mir da helfen? Wir merken das selber sehr häufig. Wir haben heute eine Mail bekommen aus dem Erzgebirge von 2 Unternehmen, die wir zusammengebracht haben, die nicht mal 50 Kilometer auseinander sitzen und die sich sehr freuen, sich jetzt näher kennengelernt zu haben. Das ist ganz wichtig. Und dort Partner zu finden, mit denen man das Thema gemeinsam bearbeiten kann und gegebenenfalls auch die geeignete Förderung dazu zu finden. Jeder wird dazu auch eine Empfehlung bekommen. Also nicht nur, dass man das einschickt, sondern es gibt natürlich auch die Rückmeldung. Der dritte Punkt, Präsenz-Starthilfe-Workshops. Wir hatten das angedacht im Frühjahr 2020 und wurden durch Corona gestoppt. Da war ein Workshop geplant bei Mogatec, der dann leider nicht stattgefunden hat. Wir wollen das wieder aufleben lassen und zwar 2-mal jährlich, dass es thematische Workshops gibt, die den unternehmerischen Innovationsprozess anstupsen sollen, inhaltlich befördern sollen. Das heißt, es wird ein thematisches Thema geben und wir wollen es nach wie vor in einem Unternehmen stattfinden lassen. Und Mogatec hat sich, soweit ich das weiß, auch bereit erklärt, diesen ersten Workshop jetzt wirklich dann in der zweiten Hälfte des Jahres zu planen, was durchzuführen. Ja, und der vierte Punkt,
brauche ich nicht mehr sagen, Jan, Innoverts Hub hast du mehrfach erwähnt. Also sozusagen die digitale Blaupause dieser Präsenz-Starthilfe-Workshops, die digitale Variante, um Partner, Innovation, Kooperation und Austausch zusammenzubringen. Das vielleicht nochmal zu dem Vier-Punkte-Plan, wie sich jeder einbringen kann. Es wird auch von wissenschaftlichen Einrichtungen auf dem Innoverts Hub schon regelmäßig genutzt, die einfach ihre Themen dort auch mit darstellen und mittelständische Unternehmen suchen, die dort mitarbeiten. Okay, gut. Soweit von uns. Jetzt ist die Frage, haben wir Fragen im Chat schon? Ansonsten habe ich zwei vorher bekommen per E-Mail. Nicole, keine Fragen, ne? Ja, es gibt eine Frage. Sorry, ich sehe es nicht. Der Peter Martin möchte gern wissen, ob es auch eine Grafik gibt, die nicht nur die einzelnen Wirtschafts- bzw. Technologiebereiche zeigt, sondern auch die Wirtschaftsstärke oder den Umsatz der beteiligten Unternehmen. Aaron? Oder? Jan? Kann ich gerne dazu antworten? Bitte. Also natürlich haben wir die Informationen nicht öffentlich zugänglich, ne, zu Umsatzzahlen, Mitarbeiteranzahlen etc. Aber die Unternehmen sind natürlich alle verpflichtet, bei einer Antragstellung diese ganzen Kennzahlen zu liefern, Bonitätsauskünfte etc., sonst gibt es also keinen Zuschuss vom BMBF. Aber ich sage mal, wir führen in unserer Datenbank keine Umsatzzahlen oder sonstige Kennzahlen von den Unternehmen. Das sind, sage ich mal, unsere Erfahrungswerte und das, was wir von den Firmen mitgeteilt kriegen, aber wir veröffentlichen es als Wirtschaftsförderung eigentlich nicht. Dazu kann vielleicht auch gesagt werden, dass die Projekte ja alle mit den Partnern generell veröffentlicht werden, soweit sie denn auch vom PTJ, BMBF dann endgültig bewilligt worden sind. Und das kann man alles auf der Webseite smartarzt.de sich natürlich anschauen. Dort kann man auch einen Newsletter bestellen, der mit viel Kreativität und Input vom Aaron Schneider und der Nicole Beetz jeweils zusammengestellt wird. Und dort gibt es dann die aktuellen News auch dazu, welches Projekt denn endgültig bewilligt worden ist. Vielleicht eine Frage, die gerade im aktuellen Zeitgeschehen, Energieproblematik, leider auch der Krieg in Europa, mit eine Rolle spielt. Und es gibt ein neues Projekt bei den Sächsen dabei, Cocoheat. Und dort geht es um Textilbetonelemente mit integrierten Kohlefasern. Und da fragt man sich im ersten Moment so, ja, was soll denn da im Prinzip der Energielieferant sein? Könnte das eine positive Auswirkung vielleicht auch im normalen Wohnungsbau haben in Richtung Gasheizung oder Ähnliches? Und ich weiß, dass der Patrick Breuer jetzt dabei ist, der auch im Projekt Cocoheat mit involviert ist. Breuer, ich würde mal direkt in die Runde fragen. Nee, scheint nicht mehr da zu sein. Aaron, kannst du was dazu sagen oder vielleicht jemand aus dem Beirat, der das Projekt näher kennt? Also die Frage geht dann, welche Energielieferanten spielen denn da eine Rolle? Ja, vielleicht antworte ich, weil persönlich habe ich natürlich genauso wie der Beirat die Skizze vorab auch gelesen, die Projektskizze und die Präsentation auch mit Spannung verfolgt. Und Ziel ist es bei dem Projekt Cocoheat, also ein neuartiges Heizflächenelement für Wohnraum zum Beispiel zu schaffen. Und das soll im Idealfall natürlich energieautark betrieben werden, also möglichst gekoppelt an eine Photovoltaikanlage, wie auch immer, oder an eine Wärmepumpe und dann eben mit den geeigneten Speichern dort verbunden werden. Das heißt also, dass unabhängig von den Energien, die wir aktuell zur Verfügung haben, in unseren Haushalten zum Großteil. Okay, also ist der Bezug schon richtig in alternative Energien, grüne Energien dort gegebenenfalls
zu gehen? Das ist ein Grundanliegen, wenn ich das Projekt, wie ich es verstanden habe. Ne? Okay. Ist da jetzt der Herr Breuer? Ja, wenn Sie Ihr Mikro noch einschalten. Jetzt. Ja, da gibt es eine Frage oder ein Statement noch dazu. Mein Name ist Jörg Kaufmann. Ich kann auch noch was zu dem Projekt ergänzen. Ich bin Leiter des Fachbereichs Composites an der Professur Textiler Technologien. Und wir haben zusammen im SLK den Antrag Kokohit eingereicht, beziehungsweise ein Kollege von mir, der Herr Marc Fleischmann. Zielsetzung ist es, die Kohlefaser ist elektrisch leitfähig, ist zwar eine Größenordnung unter den gängigen Metallen, aber es ist sehr gut leitfähig. Und über einen Kurzschluss der Fasern, analog zu einer metallischen Heizung, kann man über die Kohlefaser entsprechend Wärme einbringen in Verbundstrukturen. Das wird auch schon gemacht. Das wird zum Beispiel gibt es Heizsysteme, die aus Kohle, also Werkzeugsysteme für RTM-Prozesse, wo Kohlenstofffaserbauteile hergestellt werden, die durch die Kohlenstofffaser im Werkzeug beheizt werden. Und dieses Konzept soll auf die Betonkomponenten im Innenausbau transferiert werden, sodass man halt eine Flächenheizung bekommt über die Kohlefaser, die in dem Material verbaut wird. Und die Kohlefaser soll sowohl strukturelle Eigenschaften, also den Beton verstärken, als auch dann auch das Heizelement darstellen. Das ist so der technische Hintergrund. Und natürlich soll es dann über regenerative Energien oder Ähnliches dann die Energie generiert werden, die dann für den Kurzschluss der Kohlenstofffaser in den Bauteilen verwendet wird. Okay. Vielen Dank, Herr Hofmann. Super. Ja, gerne. Ja, gibt es weitere Fragen im Moment aus dem Teilnehmerkreis? Noch nicht. Eine Frage kam, Jan, die geht nochmal an dich. Du hast es vorhin schon mal erwähnt, das H2-Netzwerk. Wir haben ja beim letzten Mal den Gerd Schlegel mit einem Feuerwerk in Richtung H2 und Wasserstoff und allen möglichen erlebt. Gibt es denn da weitere tiefere Synergien jetzt schon mit Unternehmen oder mit anderen Einrichtungen aus dem Erzgebirgskreis? Also gerade zum Thema Unternehmen und F&E-Projekte befinden wir uns in permanenter Abstimmung mit den H2-Kollegen, wie dort Themen entweder aus den Smart-Erz-Projekten, aber auch andersweitig aus dem Erzgebirge über Förderprojekte des H2-Netzwerkes aufgesetzt werden können. Des Weiteren werden wir am 5. Juli zur Netzwerkkonferenz ChemNet in der Halle Kraftwerk hinterm Unigelände mit vertreten sein, was so, ich sage jetzt mal ein Stück weit der erste Aufschlag sein soll, die H2-Ambitionen in einer breiteren Bevölkerung, in einer breiteren Institutionenlandschaft bekannt zu machen, also über das Forschungsseitige hinaus. Und dann hat sich ja auch das H2-Innovationscluster das Ziel gestellt, den, ich sage jetzt mal, Wasserstoffforschungs- und Kompetenzstandort Region Chemnitz zu vermarkten, bekannter zu machen. Und auch dort haben wir über unsere, ich sage jetzt mal, Marketing- und Kommunikationsexpertise in der Wirtschaftsförderung, was insbesondere durch die Kollegen des Regionalmanagements abgebildet wird, in eine Querverbindung geschaffen, dass man dort in einer Arbeitsgruppe zu dem Thema Marketing und Kommunikation H2-Region Chemnitz sich einbringt. Und ich bin mir sehr sicher, dass das nicht nur ein Einbahnstraßen-Einbringen ist, sondern dass auch unsere Kollegen und wir selbst auch für uns, für unsere Profilierung als Wirtschafts- und Industrieregion dort viel mitnehmen, was wir wiederum selbst aufgreifen werden. Also es ist ein permanentes Geben und Nehmen. Ein sehr angenehmes im Übrigen. Okay, vielen Dank. Gut, wenn es keine Fragen jetzt mehr im Chat gibt und ich sehe keine, haben wir unsere Zeit etwas schon überschritten. Wir haben ja immer gesagt, zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde, akademisches Viertel mit dazu. Ich würde gern zum Abschluss noch einige Hinweise geben.
Und zwar gerade in Richtung Marketing und Kommunikation, dann tue Gutes und rede darüber, eine ganz wichtige Geschichte. Und da ist der Erzgebirger manchmal etwas zurückhaltend, was aber zunehmend auch, ich sag mal, sich entwickelt. Und zwar mit dem schon angesprochenen Newsletter, falls Sie den noch nicht bekommen. Können Sie ihn auf der Website smartarzt.de bestellen? Tun Sie das bitte. Wir brauchen dort Ihre Einwilligung. Ganz einfach, DSGVO gibt es nach wie vor. Und wir brauchen dort einfach Ihre E-Mail-Adresse und das Okay. Dann gibt es die Social-Media-Kanäle, die ganz fleißig von der Nicole Beetz und dem Aaron Schneider gepflegt werden. Und zwar sind wir vertreten bei LinkedIn, bei Xing und bei Twitter. Und mit dem Newsletter zusammen ist das also schon ein Verteiler, der weit über 500 Kontakte hinausgeht. Es lohnt sich also dort mit dabei zu sein, ganz einfach, um zu aktuellen Themen informiert zu sein, um neue Innovationen mitzubekommen, um zu sehen, auch was in der Erzgebirgsregion sich wo entwickelt und wo ich andocken kann. Dann bitten wir Sie ganz herzlich, Ihre Feedbacks, Ihre Anregungen und Wünsche zu Veranstaltungen uns wieder entweder in den Chat zu geben oder an smartarzt@p3n-marketing.de zu schreiben, also einfach auch Newsletter zum Beispiel zu antworten, beziehungsweise die Kontaktadresse vom Aaron Schneider oder vom Jan Kammerl zu nutzen. Wir können nur so gut sein, wie wir von Ihnen Anregungen bekommen und Ideen bekommen und Ihre Wünsche dann auch wirklich umsetzen können. Ein ganz wichtiger Punkt. Wir bitten Sie explizit auch, ich hatte vorhin die Firma Mugatec schon erwähnt, für einen solchen Starthilfe-Workshop Innovationsprozess als Gastgeber. Wer Gastgeber sein möchte, auch wissenschaftliche Einrichtung, sehr, sehr gerne. Bitte schreiben Sie uns kurz. Wir koordinieren das dann, stellen es auch inhaltlich und thematisch auf. Der letzte Punkt bei den Hinweisen nochmal, das geballte Potpourri der Veranstaltungen im Juni und Juli. Wir beginnen am 23. Juni ja mit der FutureSachs Innovationskonferenz in Dresden, wo Sie herzlich eingeladen sind. Am 28. Juni mit der Bündnisversammlung in Annaberg im GDZ, 15 bis 17 Uhr. Und am 7. Juli wird ein Smart Connect online stattfinden, thematisch zur digitalen Fitness und KI-basierten Anwendungen im Mittelstand, speziell im textilen Mittelstand. Dort geht es also um solche Themen wie auch Retrofit und weitere, die auch durchaus adaptierbar sind in andere Branchen. Dabei sein lohnt sich also, gemeinsam mit dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Textil vernetzt am SDFI. Und ich glaube, ich habe jetzt keine Veranstaltung im Juli mehr vergessen. Danach gehen wir dann alle in die Sommerferien. Netzwerk, ganz wichtig, wird natürlich auch über diese Veranstaltung mit gefördert und forciert. An dieser Stelle bleibt mir dann nur noch, mich herzlich zu bedanken im Namen auch der Kollegen der Wirtschaftsförderung, des Beirates für das riesengroße Interesse. Ja, schreiben Sie uns, rufen Sie uns an. Wir wollen mit Ihnen weiter in den Dialog kommen. Wir wünschen Ihnen frohe Ostern, sonnige Ostern. Bleiben Sie gesund und wir freuen uns auf das nächste Wiedersehen mit Ihnen. Vielen herzlichen Dank für das Dasein, Ihre Ina Meinelt. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ciao.